Hallo Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay und man sieht es schon an der altbackenen Grafik. Es ist Oblivion, ja, das Spiel von 2006, der Vorgänger von Skyrim. Und ja, was mache ich jetzt hier? Habo ist, also der User Habo ist das Beste, hat mich mal angeschrieben. Der hat gefragt, ob ich nicht mal wieder etwas über den Mod Garak's Feuerwerk machen könnte. Wer mich schon lange genug abonniert hat, ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, aber jetzt ist der Mod halt aktualisiert worden. Ach, und übrigens, wer das Video kennt, was ich meine, dann seid ihr ein Urgestein als Abonnenten. Also das ist echt wirklich sau lange her. Ja, hier ist der Eingang, das weiß ich noch. Silvesters Zweitwerkstatt. Zweitwerkstatt? Egal. Wir gehen da jetzt einfach mal rein. Und da kommt auch schon ein Quest-Pop-up. Unter einem zerstörten Haus habe ich einen seltsamen Keller mit recht ungewöhnlichen Apparaturen gefunden. Ich sollte nach einem Hinweis suchen, was es damit auf sich hat. Ja, ich würde sagen, wir equippen erstmal eine Fackel. Das ist mir nämlich ein bisschen dunkel. Die Fackel leuchtet pink. Texturenfehler. Egal. Wir haben hier einen Haufen Scheiße liegen. Mittlere Hülsenform. Ich sollte erst rausfinden, wie das funktioniert. Ja, es ist schon sau lange her, dass ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe. Ich musste das Spiel komplett neu aufsetzen. Ja, okay, was heißt komplett neu aufsetzen? Früher war ich zu dumm, das Spiel anständig zu löschen. Also hatte ich noch alle Mods. Also hier, Deadly Reflex, alles dabei. Fackelidee. Fackelidee hört gut an. Notiz an mich selbst. Mit ein wenig Spiritus sollte es möglich sein, farbiges Pulver oder Knisterpulver mit dem Teer von Fackeln zu verbinden. In einer Tonne aufschlemmen und rühren, bis alles eine Verbindung eingegangen ist. Die farbigen Fackeln sind nicht nur stilvoller und. Ich würde sagen, das machen wir dann auch erstmal zuerst. Farbige Fackeln, denn das hatte ich noch nicht, soweit ich weiß, in dem Video, was ich vorher gemacht habe. Spiritus. Farbiges Pulver. Dann suchen wir mal Spiritus und farbiges Pulver. Es könnte sein, dass wir selber was herstellen müssen. Nämlich, das ist auch eigentlich eher der Hauptsinn dieses Mods. Deswegen habe ich auch diese ganzen Apparaturen hier stehen. Leimtopf, Destillationskolonne und sowas. Also Leim. Leim. Spiritus. Feuer, nein, wie ist. Ich habe vergessen, wie es hieß, aber ich weiß, wonach ich suche. Kein Knochenmehl. Asche oder so. Labortagebuch. Also, das könnte ich mir jetzt durchlesen. Da steht ein Rezept mit großer Wahrscheinlichkeit drin. Da, Bombetten und so alles. Aha. Ich nehme das Pergament mit. Denn ich kann mich noch daran erinnern, dass man das noch zu irgendwas gebrauchen kann. Jetzt ist das Spiel hängen geblieben. Aha, was auch immer es war. Jetzt ist es weg. Parchament? Ja, das liegt wahrscheinlich an einem meiner Mods. Also ich habe jetzt echt den Überblick verloren, was ich in diesem Spiel noch drin habe. Ich habe das nur gestartet und gesehen, dass ich noch alle ESPs hatte. Habe ich mir noch schnell einen Texturen-Mod geholt, damit ich ein bisschen HD-Auflösung hier in dem Spiel habe. Und ja. Also, Kohle. Kohle. Schwefel. Ich brauche nochmal Salpeter. Salpeter, da ist es. Okay, dann können wir eigentlich auch alles mitnehmen. Was ist das? Parchament. Also eigentlich soll das wahrscheinlich Pergament heißen, aber. Aha! Ich bin zu schwer belastet. Das ist übrigens ein Mod. Ich versuche den nochmal rauszusuchen, damit das hier wieder so eingeblendet wird. Aber das wird, glaube ich, etwas schwerer. Denn, wie gesagt, das Spiel ist. Entschuldigung, ich habe das Spiel halt gerade erst wieder neu angefangen. So, ich speichere mal schnell. So, farbiges Pulver. Dafür braucht man noch was. Wir gucken uns noch hier mal um. Steht hier irgendwas? Nein. Ich jump hier mal rum.
Blau. Blau. Kupfercarbonat. Seems legit. Also, wenn ich mich noch korrekt erinnere, kann man hier in der Pulvermühle. Ah, ich muss erst rausfinden, wie das funktioniert. Das heißt, ich brauche. Also, ich muss auch wirklich das Ding lesen. Wo ist der Scheiß? Buch drauf. Ja. Hallo? Labortagebuch, nehme es. So, hier kann ich jetzt einen Vulkan erstellen, aber ich will erst die Fackel machen. Ich hoffe, das ist jetzt soweit. Ups. Ja, jetzt werden mir die Schritte erklärt, aber ich will, wie gesagt, erst die Fackel da machen. Also, ich kann mich noch ein bisschen dran erinnern. Salpeter. Ne, erstmal Kohle. Ein Kupfercarbonatteil. Salpeter. Jetzt hängt das schon wieder so. Ne, also sorry, dass es so hängt. Das liegt wahrscheinlich am Spiel. Ich habe ja Windows 7 und dieses Spiel ist eigentlich für Windows XP gemacht worden. Und ich glaube, das liegt einfach da dran. Ich kann es mir zumindest nicht anders erklären. Oder ich muss einfach mal meine Festplatte nicht formatieren. Da. Da haben wir auch blau. Also da hatten wir dieses blaue Pulver und dieses rote. So. Wie sah das jetzt aus? Spiritus, farbiges Pulver. Spiritus. Kann man den in diesem Spiel benutzen? Wenn nicht, dann sollte der hier bei Verschiedenes liegen. Okay. Spiritus. Also erstmal dieses blaue Zeug, das muss ja so oder so da rein. Spiritus. Spie. Schwarzpulver. Ich habe Spiritus aufgehoben, oder? Ja, habe ich. Ne, diese Itemführung mit diesem Ding. Ich habe trotz Mod keine Ahnung, wo der Scheiß ist. Boah. Are you fucking kidding me? Ich hab den Scheiß so aufgehoben. Spiritus, okay, dann muss ich mich eben wieder dahin bewegen. Es könnte auch sein, dass vielleicht mein Inventar resettet wurde, weil ich halt gerade erst den Quest bekommen habe, aber das ist, glaube ich, nicht passiert. Egal, ich habe es ja jetzt wieder aufgenommen. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren, denn ich meine. Ja, mal gucken, ne? Ja, Spiritus. Spiritus. Bei S ist es nicht. Das heißt, es. Ah, oh, es hat sich bei Tränken versteckt. Gut, einmal Spiritus. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich da jetzt einfach eine Fackel reinhauen. Ja. Eine Fackel. Den soll ich. Ich habe ja eine in der Hand, also die habe ich natürlich. Fackel, Torch. Ja, englische Mods und so, ne? So. Das war doch schon mal ein gutes Zeichen. Blaue Bengalfackel. Ja, was auch immer Bengal ist, ich speichere mal. So. Wie sieht's aus mit dieser Fackel? Aha. Wahrscheinlich wieder ganz unten. Blaue Bengalfackel. Oho. Das ist doch mal edel. Ja, okay, sie spendet nicht so gut Licht wie die rote, aber wer hätte das gedacht? Sternentrommel, ich muss erst rausfinden, wie das funktioniert. Okay, also wir haben jetzt diese blaue Fackel gemacht, das hätte ich auch noch mit diesem roten Zeug machen können, also dann hätte ich wahrscheinlich eine extrem rote Fackel bekommen. Wäre natürlich auch geil gewesen. Aber ich würde mal sagen, ich beende jetzt mal diesen Part für dieses Video und werde jetzt einen neuen machen, indem wir den Vulkan machen, denn hier habe ich ja als Quest bekommen, hier, wie man halt einen Vulkan zusammenbaut. Das werde ich im nächsten Part machen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin raus. Haut rein. I can't stop.